Energiewende ja, aber wenn sie vor der eigenen Haustür stattfindet, dann gehen vielerorts die Diskussionen los. So auch im Remstal, wo ein Windpark auf der Bucher Höhe entstehen könnte. Dagegen regt sich Widerstand, unterstützt von Sportprominenz aus dem angrenzenden Wohngebiet. Sie glauben, dass die Windräder nicht wirtschaftlich sind, zu stark in die Natur eingreifen und den Menschen schaden könnten. So könnte es aussehen, wenn 700 Meter von Hansi Müllers Wohnhaus entfernt der Windpark gebaut würde. Für den ehemaligen Fußballprofi ein Unding. Er und seine Sportkollegen Kakao, Silvio Meissner und Jockel Winkelhock haben Häuser im Wohngebiet unterhalb der Bucher Höhe. Sie befürchten Gesundheitsschäden und vor allem Lärm. Die Anhöhe gehört zu Waiblingen. Der dortige Oberbürgermeister versteht zwar den Gegenwind, will aber ergebnisoffen diskutieren. Es sei noch gar nicht sicher, ob die Windräder kommen. Zunächst soll ein Windmessmast ein Jahr lang prüfen, ob sich die Anlage überhaupt rechnet. Man wird den Lärm untersuchen und man wird Rücksicht nehmen auf die Belange der Anwohner. Also es wird dafür gesorgt werden, dass die Anlage entweder leiser läuft oder dann ausgeschaltet wird, wenn Schattenwurf auf Häuser geschieht. Damit würde der Windpark genauso unwirtschaftlich wie die meisten anderen im Land, argumentieren Müller und seine Mitstreiter. Sie plädieren dafür, abzuwarten, bis es effizientere Technologien gibt. Ich habe das Gefühl beim Herrn Heske, dass er auf die Subventionstöpfe schielt und nachher als großer Energieheld dastehen will. Denn wenn er sich mit den Themen auseinandersetzt, was mit Natur und Mensch passiert, dann darf das niemals geschehen. Derzeit läuft die Anhörung für die Pläne beim Verband Region Stuttgart. Bis Freitag können Bürger Einspruch erheben.